Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Das Frühjahr hat begonnen und wir zeigen Ihnen exklusive Frühjahrsinterviews hier bei uns bei Leben mit der Energiewende TV. Wir beginnen mit Hans-Josef Fell. Er ist einer der Mitbegründer der Energiewende. Er hat sich das legendäre EEG mit ausgedacht und neben Hermann Scheer ist er derjenige, der die Energiewende in der Bundesrepublik so richtig ins Rollen gebracht hat. Hans-Josef Fell ist jetzt Präsident der Energy Watch Group. Er war früher für die Grünen im Bundestag. Aber nach wie vor ist Hans-Josef Fell einer der entscheidenden Menschen für die Energiewende und er wirbt dafür. In meinem Film Leben mit der Energiewende 3 war Hans-Josef Fell mit einem Interview vertreten. Und ich habe ihn jetzt in seinem Büro in Berlin in der Albrechtstraße wieder besucht und wollte wissen, wie ist gerade der Stand der Energiewende? Beim letzten Film haben wir ein nicht so ganz optimistisches Bild von der Energiewende gezeigt. Wir haben gesagt, befindet sich ziemlich unter Druck alles. So richtig besser geworden ist es auch nicht, oder? Also weltweit hat die Energiewende enorm Fahrt aufgenommen. Wenn ich sehe, wie in Südamerika einzelne Staaten jetzt schon fast vor 100% erneuerbare Energieversorgung stehen, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua und andere. Wenn ich sehe, wie in China die Post abgeht, das ist unglaublich. Ich war erst vor kurzem in Shanghai auf der größten weltweiten Photovoltaikmesse und es ist phänomenal, was man dort sieht. Auch in den USA rennt es stark, Afrika beginnt. Aber in der Tat, Europa und insbesondere Deutschland, dort haben es die alten Energieversorger geschafft, mit ihren Kohle- und zum Teil auch noch Atominteressen den Ausbau der Erneuerbaren unter Druck zu bringen. Das betrübt mich sehr, denn wir waren mal Vorreiter in der Welt und hätten eigentlich sehr viel mehr auch industriell mit Arbeitsplätzen und technologisch davon profitieren können. Aber ich sehe, dass in Deutschland auch weiterhin es eine ganze Menge Menschen gibt und Pioniere gibt und dass neue Unternehmen, neue Geschäftstätigkeiten aufbauen. Also insofern bin ich mir auch sicher, dass es in Deutschland auch bald wieder richtig stark wird und die Menschen werden es machen, gegen den großen Wunsch der Kohle- und Ölindustrie. Ich kenne ja die positiven Meldungen, dass international mit der Energiewende viel läuft, aber das ärgert mich natürlich auch immer so ein bisschen, dass ich denke, die machen das jetzt und wir, die die ganze Technologie ja zum großen Teil entwickelt und auch erfunden haben, wir gehen irgendwie zurück. In Deutschland passiert nicht mehr viel. Ja, man kann das so an diesem Kampf am besten immer an dem Argument der Arbeitsplätze ausmachen. Da heißt es, die Kohlekumpel in der Lausitz, Braunkohle zum Beispiel, die müssen doch geschützt werden. Ist doch schlimm, wenn die ihren Arbeitsplatz verlieren. Natürlich ist es schlimm, wenn ein Mensch einen Arbeitsplatz verliert. Aber warum ist das nur bei Kohlekumpel schlimm? Wir hatten es doch eigentlich schon geschafft, dort in der Lausitz ein Strukturprogramm auf den Weg zu bringen. Es sind neue Zehntausende Arbeitsplätze entstanden mit Solarfabriken in Frankfurt an der Oder anderen, die damit den verringerten Kohlekumpel-Arbeitsplätzen eine neue Chance bieten. Nur was hat die Kohleindustrie gemacht? Sie hat gehetzt gegen die Solarindustrie. Und sie haben es geschafft, dass zum Schutze von aktuell noch 40.000 Kohlekumpels in Deutschland 70.000 Arbeitsplätze in der Solarwirtschaft verloren gegangen sind. Verrückte Welt. Das wird kaum diskutiert in Deutschland. Also man hat die Zukunftsarbeitsplätze geopfert, um alte zu erhalten, die sowieso keine Zukunft haben. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Es wäre gut und richtig, eine politische Aufgabe, den Strukturwandel richtig zu organisieren, statt den Strukturwandel hin zu erneuerbaren Energien aufzuhalten. Herr Fell, Sie sollen nicht das sagen, was ich als tolle Frage schon stellen wollte. Das ist nämlich der ganze Punkt an der ganzen Geschichte. Wir reden von den Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie. Man redet 100.000 Arbeitsplätze, 40.000 Kohlekumpel haben wir. Aber über 80.000 Arbeitsplätze in der neuen Energiebranche sind längst verloren gegangen. Also wir haben mehr Arbeitsplätze dort verloren, als da noch überhaupt Bestand an Arbeitsplätzen ist. Und trotzdem haben wir aber noch 340.000 Arbeitsplätze in der Branche erneuerbare Energien heute. Und da ist es verwunderlich, dass es weiterhin einen Druck auf sie gibt. Beispielsweise ist die neue EEG-Novelle nun eine Art K.O.-Schlag für die Windenergie. Das, was wir in der Solarindustrie schon erfahren mussten, nämlich den Rückgang von 2012 hatten wir noch 7 Gigawatt jährlichen Neuzubau. Aktuell letztes Jahr waren wir bei 1,5 Gigawatt. Wir hoffen, so langsam wieder auf 2 Gigawatt emporzugehen. Die Arbeitsplätze in der Biokraftstoffbranche sind schon ab 2008 ziemlich verloren gegangen in Deutschland. Beim Biogas gibt es keine Neuausbauten mehr. Wasserkraft dümpelt vor sich hin, kaum mehr Neubau und so etwas. Als kürzlich ist wieder ein hochinnovatives Wasserkraftunternehmen in die Insolvenz gegangen. Und da sehen wir, dass es jetzt eben der einzige noch starken erneuerbaren Branche der Windenergie an den Kragen gehen soll. Ich verstehe das nicht, dass die Menschen hier nicht aufstehen. Wir haben doch die notwendigen Aufgaben, dass wir Klimaschutz leisten können. Er geht nur mit Null-Emissionen, keine Emissionen mehr in die Atmosphäre lassen. Das gelingt nicht, indem man die Effizienz eines Kohlekraftwerkes ein bisschen verbessert. Das ist doch Unsinn. Dann wird weiterhin CO2 in die Atmosphäre geschaufelt, wo schon viel zu viel drinnen ist. Wir müssen das mit Null-Emissionen machen. Und das sind die Windräder, die Photovoltaikanlagen, sind die Biogasanlagen, wenn sie die Pflanzenmaterialien nachhaltig erzeugen. Aber dann sind sie es auch wirklich. Und es sind die Wasserkraft und die Geothermie. Das gilt es richtig zu stützen und emporzubringen, statt wegen den Interessen der Öl- und Gaswirtschaft und der Kohlewirtschaft unterzujubeln. Claudia Kempfert hat ja ein tolles Buch geschrieben, dass die alte Energiewirtschaft es tatsächlich nochmal geschafft hat, das Leben zu verlängern. Und da muss ich sagen, bin ich doch nicht überrascht, aber doch ein bisschen frustriert, dass sie es tatsächlich geschafft haben, sich so durchzusetzen. Wie haben die das hingekriegt? Nun, wir sehen, dass es im Bundestag nur noch ganz wenige Abgeordnete gibt, die wirklich so kämpfen für die Energiewende, wie wir es unter Rot-Grün getan haben. Damals, als die Erneuerbaren noch sehr teuer waren, damals, als wir noch gar keine großen Solarfabriken und Windkraftfabriken hatten und als wir die Industrierevolution erst auf den Weg bringen mussten. Diese Kämpfer, zusammen mit Hermann Scheer und einigen anderen, die da wirklich zusammengekämpft haben, die gibt es dort nicht mehr in dem Maße. Sie sind mutlos geworden, sie sind einer öffentlichen Kampagne für die alte Energiewirtschaft auch zum Teil auf den Leim gegangen. Die erneuerbaren Energien werden diffamiert als Preistreiber, sie sind es nicht. Es gibt so immer die Aussagen, die erneuerbaren Energien würden die Energiepreise nach oben treiben. Wieso sind die Benzinpreise nach oben gegangen? Oder sind die Erdgaspreise nach oben gegangen? Sind die Strompreise nach oben gegangen? Ja, in einem Teilbereich, aber nur die für die Haushaltskunden. Die Strompreise an der Börse sind massiv gesunken. Die Menschen und vor allem nicht die Einzelmenschen, aber die großen Unternehmen aus Frankreich, dem Atomland, aus Belgien, aus Niederlanden, selbst aus Tschechien und anderen Ländern kaufen massenhaft Strom in Deutschland, weil durch die Erneuerbaren er billig geworden ist. Nur durch eine falsche Gesetzeskonstruktion 2009 durch Herrn Gabriel intendiert. Ich hatte im Umweltausschuss heftig Widerstand dagegen gemacht, aber aus der Opposition der Grünen konnten wir das nicht verhindern. Die Mehrheiten waren eben bei SPD und der Union. Und diese Gesetzesnovelle hat dann eben den Schaden gebracht. Die EEG-Umlage ist immer weiter gestiegen und damit der Haushaltsstrompreis und die Strompreise für die großen Konzerne sind immer weiter gesunken. Unterm Strich, über alle Strommengen und alle Strompreise in Deutschland hinweg sind die Strompreise sogar gesunken in den letzten Jahren, dank erneuerbarer Energien. Aber was hören Sie öffentlich? Die Erneuerbaren würden die Energiepreise steigern lassen. Völlig daneben. Na, wir haben ja eigentlich eine verrückte Situation im Markt und das kriegen Sie als Zuschauer wahrscheinlich gar nicht mit. Sie haben gerade von der Strombörse gesprochen. An der Strombörse kostet eine Kilowattstunde 2 bis 3 Cent. Also der Strompreis ist ja eigentlich für die Energieversorgung für uns eigentlich gar kein Thema mehr. Strom gibt es teilweise umsonst an der Börse, weil wir so viel davon haben. Da, wo das Geld mittlerweile gemacht wird, ist im Netz und das wird immer teurer. Ja, hier haben wir natürlich die Notwendigkeit, Netzausbau zu betreiben. Wir müssen das vor allem auf der dezentralen Ebene machen. Wir müssen aber auch auf der Mittelspannungsebene und auch auf der Höchstspannungsebene. Ich weiß, da gibt es selbst unter den starken Befürwortern der Energiewende eine Diskussion. Ich selber sehe, dass wir es leichter haben werden, mit wenigen großen Überlandleitungen, HGÜ-Leitungen, tatsächlich auch die sogenannte Dunkelflaute kostengünstig zu überwinden. Nur da darf man eben auch nicht die Mercedes-Leitungen nehmen, also das sündteure Leitungsoption, sondern da gibt es ganz andere Vorschläge. Die kommen aber nicht zum Umsetzen, weil es dort keinen Wettbewerb gibt. Da gibt es die Gebietsmonopole der Leitungsbauer und die werden gesetzlich garantiert eine Rendite bekommen und die hängt ab von dem großen gesamten Investitionsvolumen und deswegen werden sie und haben sie kein Interesse, die kostengünstigen und deswegen nicht schlechteren Leitungsinvestitionen zu machen. Also wir werden Leitungsausbau benötigen, neben dem Speicherausbau natürlich, aber das ist alles in Preisen, die Volkswirtschaft nicht wirklich zum Tragen kommen. Da haben wir ganz andere Aufgaben, die hohe Kosten sind. Denken Sie mal an Straßenbau oder sonst was. Denken Sie mal dran, was eine neue Erdgasleitung nach Russland kostet, die jetzt wieder gebaut wird. Das sind alles ganz andere Dimensionen. Da gibt es keine Diskussion. Dort ist eine Investition eine gewinnbringende Sache für die Wirtschaft. Und wenn es um die Energiewende geht, dann sei es eine Belastung für die Gesellschaft. Welche Absurdität. Die Belastung ist die Nicht-Energiewende, indem wir die Schäden von den Klimaveränderungen dann tragen müssen. Sie haben sich auch kein Stück verändert in den 2 Jahren. Also worüber ich mich immer schwarz ärgere, ist: An der Strombörse gibt es für die Konzerne nichts mehr zu verdienen, weil die Erneuerbaren tatsächlich die Preise gedrückt haben. Die neue Cash-Cow ist jetzt das Netz. Das wird immer teurer und da reagieren sich die Monopole nach wie vor ab, weil da gibt es keinen richtigen Zugriff und die Bundesnetzagentur, die genehmigt eine Preiserhöhung nach der anderen. Also da fressen sich die Konzerne richtig satt. Aber da kann die Bundesnetzagentur nichts dazu. Sie hat gesetzliche Vorgaben und muss das machen. Der Fehler liegt einfach im Bundesparlament und in der Regierung, die eben solche gesetzlichen Vorgaben machen. Warum schreibt man nicht einen Südlink aus in dem Wettbewerber? Dann kommt man eben auch zu anderen Lösungen und auch zu technischen. Wenn man schon Wettbewerb will, wo man ihn verzerrt bei den Windparks, will man jetzt ja auch Wettbewerbs, macht Ausschreibungen. Was ist der Effekt? Es kommen mit den Ausschreibungen dann nur noch große Konzerne in die Möglichkeit. Und die Bürgergemeinschaften, die Energiegenossenschaften kommen unter die Räder, weil sie die Bedingungen der Ausschreibung gar nicht einhalten können, gar nicht in so große Vorleistungen gehen können, um überhaupt einen Antrag stellen zu können. Da haben wir genau eine verkehrte Situation. Aber der Wettbewerb, den wir bräuchten, der sollte doch wirklich Eingang nehmen im Leitungsbau. Und dort hätten wir auch die Möglichkeit, ganz anders zu handeln. Nehmen wir doch die große Kraft der Gesellschaft, von unten Aufgaben zu lösen. Wir haben solch tolle Menschen, solch tolle Unternehmen dezentral. Schaffen wir ihnen einen Anreiz, dass sie dezentral jedes einzelne Objekt, eines nach dem anderen, ein Einfamilienhaus, ein Mietshaus, einen kleinen mittelständischen Produktionsbetrieb, eine Dorfgemeinschaft, einen Stadtteil oder sonst was, dass sie für sich die Lösungen zu einer 100% Vollversorgung finden und dass sie darin investieren. Da wird kein Netzbetreiber kommen und schreien, oh, das Netz wird überlastet. Denn die werden ja zu jedem Zeitpunkt selbst ihren Strom erzeugen, wie sie ihn brauchen. Das ist doch die Aufgabe, die wir haben. So, und je mehr Einzelpunkte diese schaffen, umso geringer werden die Aufgaben für das Gesamtnetz. Und dann können wir hinterher gucken, was wir da wirklich noch als Ausgleich für große Zentren und Ausgleich überregional, wenn mal überall kein Wind und keine Sonne da ist in der sogenannten Dunkelflaute, dann können wir das schauen. Aber diese Selbstorganisationskräfte von unten zu stützen, und das ginge auch. Ich habe in der letzten EEG-Novelle meinen Bundestagskollegen vorgeschlagen, den Ex-Kollegen vorgeschlagen, sie mögen doch eine Kombikraftwerksvergütung im EEG einbringen. Geben Sie denjenigen eine Vergütung, der nur Folgendes schafft: jede Stunde des Jahres vollständig den eigenen Bedarf mit 100% Erneuerbare zu decken. Er ist selber frei, wie er den Mix wählt, aus der Art der Stromerzeugung, wie viel Wind er einbindet, wie viel Solarenergie, wie viel Wasserkraft, wenn er es vor Ort hat, wie viel Speicher er da reinbinden muss und welche Art der Speicher. Völlig frei, lassen wir doch der Gesellschaft freien Lauf. Nur die einzige Bedingung, die jeder haben will, nämlich bedarfsgerecht vollständig den Strom zu erzeugen und zu versorgen und vielleicht auch einzuspeisen nach dem Bedarf, wie er eben im Netz als Regelbedarf vorhanden ist. Das wäre eine ganz einfache Gesetzesnovelle und sie würde eine Innovationskraft in das hinein eröffnen, was wir eben brauchen. Jeder schreit, die Netze kommen im Ausbau nicht nach. Ja, weil man es blockiert mit den gesellschaftlichen Kräften und nicht die entscheidenden gesetzlichen Rahmenbedingungen bringt. Ist eines meiner Lieblingsthemen, Netze inzwischen. Ich finde, die Netze sind einfach viel zu teuer geworden. Die sind zum großen Teil ja auch alt. Wir haben ja gar nicht den riesigen, gewaltigen Ausbau. Müsste die Netzleitung von Strom inzwischen nicht viel billiger sein? Also, dass die Netze zu alt sind, pinkt dann noch einen ganz anderen Punkt. Auch ohne Energiewende müssten die Netze sowieso noch renoviert werden. Auch da hätten wir Milliardenbeträge. Zu sagen, nur die Energiewende wäre schuld am Netzausbau, ist schon falsch. Und insofern, wir haben viele andere Aufgaben, beispielsweise Vogelschlag. Ja, es gibt viel tote Vögel an Freileitungen. Sie unter die Erde zu bringen, ist ein wichtiger Punkt des Naturschutzes. Aber was macht man? Man hetzt gegen Windräder, die gar nicht die Vögel totschlagen. Es sind die Hochspannungsleitungen zum großen Teil. Das ist auch nur so ein Aspekt. Also wir haben bei den Netzen Novellierungsbedarf und Renovierungsbedarf, ohne Zweifel. Hans-Josef Fell hat gerade vom EEG gesprochen. Nun, kleinere Anlagen können noch gebaut werden vom Häuslebauer. Bei größeren Anlagen gibt der Staat ja knallhart vor, was er noch haben will. Der Staat begrenzt von sich aus schon den Ausbau. Ja, er macht das mit dem Instrument der Ausschreibungen. Für größere Anlagen in der Photovoltaik, für Biogasanlagen insgesamt, für Windkraftanlagen, außer bei Kleinwindkraftanlagen auch insgesamt, gibt es nur noch die Ausschreibungen. Ab 2018 dann mit der jetzigen Gesetzesgrundlage. Und damit fällt die gesamte Bürgerenergieentwicklung auf den Bauch. Wer kann schon für ein Windrad, das 3 Millionen Euro kostet, dass er sich in die Dorfgemeinschaft stellen will, erstmal Gutachten, Vogelgutachten, die wichtig sind, damit wir sie schützen oder vieles andere mehr. Wer kann da erstmal 300.000 Euro aufbringen, um dann die Genehmigungen einzuholen und dann sich zu beteiligen an der Ausschreibung und mit dem Risiko, aber er kommt nicht zum Zug. Das macht niemand. Sie können das nicht, die Bürgergemeinschaften, die bisher die treibenden Kräfte waren. Wenn man sich das anschaut, in den letzten 15 Jahren der Investitionen in erneuerbare Energien waren zu 90% neue Akteure. Nicht die 4 großen Monopolisten, ENBW, RWE und E.ON und Vattenfall, sondern 90% waren Privatleute, waren Landwirte, waren Energiegemeinschaften, waren Stadtwerke, waren kleine, mittlere, auch Finanzunternehmen, die alle das gemacht haben. Die kommen nicht mehr zum Zug. Es soll nur noch um die Großen gehen. Und das ist eine fundamental schlimme Entwicklung. Und hier hat die deutsche Regierung am Anfang politisch die EU-Kommission lobbyiert, es dahin zu bringen und hinterher gesagt, ja, man dürfe ja nur. Was aber nicht stimmt, denn die EU-Kommission hat ja sogar Freiräume für die Einspeisevergütung statt Ausschreibung gegeben. Und wir wissen das, längst liegt ein Brief der EU-Kommission vor, bis 18 Megawatt, und das halte ich auch für eine angemessene Größe, sollte man Einspeisevergütungen machen und die dezentralen Akteure, vor allem Energiegemeinschaften, ausnehmen von den Ausschreibungen. Hat aber die deutsche Bundesregierung nicht gemacht, obwohl sie die Freiräume hat und obwohl sie gesetzmäßig dieses machen könnte. Und damit wird ganz klar, sie will es nicht. Sie will nur den großen Konzernen die Energiewende übergeben unter dem klaren Aspekt, dass die Demokratisierung, die Teilhabe vieler Menschen an der Energiewende zurückgedrängt wird. Und die Ausbauziele, das, was man tatsächlich ausschreibt, ist ja auch ein Witz. Ja, natürlich. Die Ausbauziele, die haben wir ja schon 2010 kritisiert. Damals wurde das Energiekonzept der Bundesregierung aufgelegt und wurde dann die Laufzeitverlängerung beschlossen. Also man muss ja Atomkraftwerke, so hieß es damals dann, 2011 wurde es ja auch beschlossen, 2010 wurde es beschlossen, ja, wurde die Laufzeitverlängerung gemacht und da wurden die Energieziele für den Ausbau der Erneuerbaren festgelegt. Hinterher hat Frau Merkel dann die Notbremse gezogen, und weil sie gemerkt hat, sie würde alle Wahlen verlieren, wenn sie nicht doch aus dem Atom aussteigt, aus der Nutzung der Atomenergie, was wir ja 2000 unter Rot-Grün schon längst beschlossen hatten. Aber die Energieziele Ausbau erneuerbarer Energien sind gleich geblieben. Obwohl sie ja jetzt aussagte, man braucht viel weniger Atomstrom. Und Klimaschutz nennen sie auch als notwendig. Ja, das heißt doch, dass genau das kommt, was damals schon vorherzusehen war. Wenn man nicht gleichzeitig die Ziele der erneuerbaren Energien, die Ausbauziele nach oben hebt, dann muss eben Kohle und Erdgas einspringen, um den Atomstrom zu ersetzen. Das geht aber nicht, wenn man gleichzeitig auch den Klimaschutz betreiben will. Und das sehen wir jetzt schon. Wir haben in den letzten 1, 2 Jahren im Energiesektor schon eine Steigerung der Emissionen aus den großen Kohlenutzungen. Und damit hat sich Deutschland längst vom Klimaschutz verabschiedet. Gibt es übrigens eine ganz spannende, vor wenigen Tagen erst neue Kritik. Wir alle kritisieren die Trump-Regierung zu Recht. Wegen fehlendem Klimaschutz und Klimawandelleugner und so weiter. Das ist verheerend, was dort kommt. Nur jetzt hat Trumps Energieminister Deutschland kritisiert, dass sie ja das, was sie sagen, nämlich Klimaschutz machen zu müssen, gar nicht selbst tun. Und damit hat er sogar recht. Ja, ich wollte gerade sagen, die ganze Kritik an Trump verstehe ich sowieso nicht, weil das, was Trump an Politik macht, ist doch das, was hier eigentlich sozusagen der Traum einer jeden konservativen Regierung ist und was in Wahrheit eigentlich schon teilweise betrieben wird. Also die Kritik an Trump verstehe ich. Das alles ist falsch, was er vorschlägt, das ist verheerend. Ich habe große Angst um den Weltfrieden und das wird uns noch stark auf die Füße fallen. Aber die Verlogenheit mancher Kritiker, die nämlich das Gleiche getan haben, wie war es denn? Vor wenigen Wochen hat eben Trump angekündigt, die Gesetze zu novellieren, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien gedrosselt wird. Ja, das gibt es seit 3 Jahren in Deutschland. Die Bundesregierung hat genau das getan. Sie hat keine Legitimation, an diesem Punkt Trump zu kritisieren. Ja. Es ist eine verrückte Welt. Da wir gerade Kritik sind, und dann kommen wir mal zu dem Ausblick bei der ganzen Geschichte. Eins habe ich nicht verstanden. Ich meine, Sie sind ja bis unter die Haarspitzen grün. Also zumindest gedanklich, nicht optisch, Herr Fell, muss ich sagen. Da habe ich mich besser gehalten. Aber wie kann es eigentlich sein, dass eine Kommission unter dem Vorsitz von Herrn Trittin den Atomkonzernen die dauerhaften Lagerkosten erspart? Also das ist mir... Dass ein Grüner das macht, ist mir völlig unverständlich. Also das muss man richtig einordnen. Zunächst mal ist diese Jahrhundertaufgabe mit dem Atommüll, den die Grünen nie haben wollten und nie verursacht haben, denn sie waren immer die Anti-Atom-Partei, mit der muss man umgehen. Und dazu braucht es einen gesellschaftlichen Konsens. Anders kriegt man keine Lösung hin. Und da muss man auch die Hardliner, die gar nicht Lösungen haben wollen, wie Atomkonzerne oder weitere, die muss man mit ins Boot holen. Und deswegen kommt eben auch eine solche Sache heraus. Und noch eine Wahrheit steckt da dahinter. Allen Kritikern der Atomenergie war immer klar, dass am Ende der Staat die Atommüllkosten bezahlen wird. Aber man kann die Konzerne nicht aus der Verantwortung komplett dann rauslassen. Die sind nicht komplett herausgelassen worden. Sie tragen eine ganz schöne Menge. Es wird ihnen wehtun. Ich gebe recht in der Aussage, nicht genügend zahlen sie, das ist richtig, weil man diese Kosten gar nicht von den Konzernen abverlangen kann. Sie sind nämlich gleich im Konkurs. Das haben wir auch kritisiert, immer von Anfang an. Das werden die Konzerne nie bezahlen können, was sie an Schadensentwicklung mit der Atommüllentsorgung selber produzieren. Und deswegen war es von Anfang an eine verlogene Argumentation. Und es wäre klar gewesen. Jetzt ist ein Teil der Kosten auf den Steuerzahler übertragen worden, einen Teil tragen die Konzerne. Gott sei Dank ist das wenigstens herausgekommen, dass sie nicht vollständig aus der Verantwortung entlassen wurden. Und somit ist genau das passiert, was wir immer gesagt haben als Anti-Atom-Leute. Am Ende bleibt es beim Steuerzahler hängen. Es gibt gar keine andere Lösung. Die darf man dann aber, wenn es endlich zum Konsens gekommen ist und dass wir jetzt endlich in einer gemeinsamen Aktivität aller Akteure in Deutschland das Atommüllproblem angehen, nicht so fundamental zur Kritik führen. Wir brauchen eine Lösung mit einem Atommüllendlager. Und ich will keines, das international vielleicht in Russland ist, wo dann die Standards ganz schlecht sind. Also für mich ist der Punkt, den ich total kritisch sehe, das haben wir auch in unseren Sendungen schon gehabt, wir haben die Konzerne aus der Verantwortung nicht vollständig. Aber nicht auf die, mit der Zahlung sind sie sozusagen raus. Nein. Die Kosten für die sind gedeckelt bei der Endlagerung. Sie sind gedeckelt, ja, aber sie zahlen ganz schön. Und dass sie gedeckelt sind, ist... Aber wir haben ja Kosten für die nächsten hunderte Jahre. Ja, natürlich, aber das war doch von Anfang an klar. Und wenn man Kosten für 100 Jahre jetzt sofort von den Konzernen abverlangt, dann sind die sofort in Konkurs. Ist klar. Das war auch klar, dass das... Aber wenn sie 50 Jahre existieren, können sie von mir aus 50 Jahre noch zahlen. Das tun die ja auch. Dazu gibt es ja die klaren Vorgaben. Die Deckelung heißt ja nicht, dass die von heute auf morgen eine Einmalzahlung machen, sondern sie müssen ja über die Jahre hinweg die anfallenden Kosten bis zu einer bestimmten Größe zahlen. Kommen wir mal zur Zukunft. Die Energiewende findet eigentlich immer wieder Wege. Professor Quaschning hat auch gesagt, da kommt ein Gesetz und woanders ploppt das sozusagen auf. Überall sehe ich eigentlich, dass die Unternehmen, die noch mit Energiewende was zu tun haben, immer wieder Lösungen suchen. Wenn Windrad steht, wie kann ich es weiterlaufen lassen? GP Joule macht zum Beispiel Wasserstoff irgendwie da draus, veredelt die Energie. Also irgendwas passiert und es funktioniert aber letztlich nur so, alle suchen wirtschaftliche Lösungen, wo der Staat mit seinen negativen Vorgaben raus ist. Ja, und das ist eine ganz tolle Entwicklung, dass viele Unternehmen eben wie GP Joule und viele andere machen das ähnlich, dass die in der Tat neue technische und ökonomische Lösungen suchen und dass sie auch versuchen, innerhalb der gesetzlichen Daumenschrauben, die es gibt, doch noch Wege zu finden, da rauszukommen. Aber jetzt stellen wir mal vor, wir hätten staatliche Gesetzesvorgaben, die das Ganze wachsen lässt, die da richtig keine Grenzen schafft. Wir könnten doch in etwa 10 Jahren den Klimaschutz mit 100% erneuerbaren Energien hinbekommen. Die Techniken sind da, die willigen Menschen sind da, die Innovationen kommen und das geht ganz schnell. Und dafür gibt es doch in der Geschichte genügend Beispiele. Ich nenne immer gerne, dass damals 1900, da gab es in New York nur Pferdekutschen. Irgendwo hat man mal ein Auto dazwischen gesehen. Gab es dann so Argumente, ach, die Autos werden nie kommen, weil man gar nicht genug Chauffeure finden wird. 10 Jahre später gab es eine Pferdekutsche unter den Autos in New York. Innerhalb von 10 Jahren hat sich komplett verändert. Die Menschen sind in der Lage, technologische Revolutionen schnell zu machen. Und dann lassen wir sie doch. Die Jahrtausendaufgabe für den Klimawandel und den Klimawandel zu stoppen, ist doch wirklich groß genug, sie jetzt endlich offensiv anzugehen. Also wenn wir keine Bremsen hätten, ginge das ganz schnell. Ich freue mich über jedes Unternehmen, das bei den hohen Daumenschrauben dieser gesetzlichen Bandagen doch Wege findet. Aber wir hätten viel, viel mehr, wenn wir die Daumenschrauben nicht hätten. Sie sitzen im Kinosaal und hören Herrn Fell von den Daumenschrauben reden und das stimmt auch, was er sagt, aber Sie als Privatleute oder Unternehmen können die Energiewende trotzdem machen. Trotz dieser Daumenschrauben lässt sich Energiewende wirtschaftlich für jeden machen. Für die Häuslerbauer, für die Unternehmen, weil die Eigenproduktion von Energie und der Eigenverbrauch von Energie ist viel günstiger als Energie zu kaufen. Ja, und die Energiewende muss nicht zwingend immer wirtschaftlich sein. Immerhin geht es ja um die Daseinsvorsorge, es geht um den Schutz vor dem Klimawandel und vieles mehr. Und wenn wir da mal ein bisschen mehr ausgeben, wäre ja auch nicht schlimm. Ich meine, wenn jemand ein neues BMW kauft und sich eine Silberfelge anschaffen will oder eine Alufelge, dann schaut er auch nicht auf die Kosten. Er zahlt es einfach. Es ist es ihm wert. Sei es auch drum, ist ja okay. Aber warum nicht für die Daseinsvorsorge der Gesellschaft? Für das, was wir alle gemeinsam brauchen. Die Menschen haben Angst vor den nächsten Starkregen, wie wir sie in Simbach erlebt haben, wo den Menschen nur die Häuser so weggeschwemmt wurden und vieles andere. Auch bei uns findet das statt. Die Menschen haben Angst vor den 20 Millionen Klimaflüchtlingen, die wir jetzt schon auf der Erde haben, die einfach aus ihren Gebieten heraus müssen, nicht wissen wohin, weil wir zu viel CO2 in die Atmosphäre entlassen und dort die Dürreperioden in die Lebensgrundlagen nehmen. Ja, dann helfen wir doch mit, gemeinsam auch in der Gesellschaft, dass wir dann auch die Lösungen hinbekommen. Deswegen will ich nicht immer nur die wirtschaftliche Lösung. Der Klimaschutz ist das eine, aber wir sind ja mittlerweile so weit, dass es wirklich günstiger ist, Energie selber zu produzieren. Ja, unbenommen von der Notwendigkeit, nicht immer auf jeden Pfennig zu schauen und Klimaschutz auch zu machen, wenn es teurer ist, ist es natürlich so, dass heute der Klimaschutz in den eigenen Investitionen, in Heizung, in Stromerzeugung oder anderes sogar wirtschaftlich ist. Ich kann viele Menschen nicht verstehen, dass sie nicht genau rechnen können. Sollen sie doch hinschauen. Sie jammern über große Strompreise und haben immer noch keine Photovoltaikanlage auf dem Dach, womit sie sich über Eigenstromerzeugung die Gesamtrechnung verringern können. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Elektroauto viel günstiger den Fahrnotwendigkeit mit einem Auto zu machen. Ja, es fehlt einfach an der Aufklärung, an dem Wissen. Und viele Menschen haben vor 5 Jahren mal irgendeinen Artikel gelesen, wie teuer diese neuen Techniken sind und haben nicht mitbekommen, dass in diesen 5 Jahren immense Preisrutsche vorhanden sind. Die Rasanz, die Geschwindigkeit der technologischen Erneuerung ist ja phänomenal. Und deswegen muss man immer auf dem neuesten Stand sein. Was vor einem halben Jahr ein gültiges Argument in einer Berechnung war, stimmt in dieser Zeit vielleicht schon gar nicht mehr. Und deswegen mein Appell, gucken Sie genau hin, schauen Sie, dass Sie die kostengünstigste wirtschaftliche Lösung finden. Und wenn sie nicht ganz stimmt, wenn Sie doch 10 Euro mehr ausgeben müssen, machen Sie es trotzdem. Der Klimaschutz ist einfach wichtig genug. Was ich ganz interessant finde, ist, wer heute die Möglichkeit hat, regenerative Energie zu produzieren und es nicht nutzt, der schließt sich eigentlich von Entwicklung der Zukunft aus. Also wenn Sie einen Stromspeicher zum Beispiel im Keller haben, gibt es inzwischen Modelle, wo, wenn es Überschüsse auf dem Strommarkt gibt, Sie plötzlich den Strom geschenkt bekommen. Eigentlich braucht man dieses Instrumentarium, um sich in Zukunft auch neuen Entwicklungen nicht zu verschließen. Ja, die Smart-Grid-Systeme setzen natürlich die Stromerzeuger in die Lage, auch an dem Netzgeschehen mehr teilzuhaben. Das heißt also Überschuss und Mangelzeiten auch für sich selbst eben in ihrer unternehmerischen Tätigkeit dann auch nutzen zu können. Sie müssen das häufig nicht selbst machen, denn das ist sehr komplex und anders. Sie können sich Dienstleister dann eben andienen, die Ihnen dann helfen, diese Aktivitäten auszuführen, und somit gibt es ganz neue Möglichkeiten, die man einfach nutzen könnte. Und je mehr Menschen es tun, umso schneller haben wir den Klimaschutz. Was müsste jetzt eigentlich passieren? Was für Stellschrauben müssten gedreht werden, um die Energiewende in Deutschland und Europa wieder voranzubringen? Also wir müssten auf jeden Fall mal gesetzliche Normungen verändern. Wenn schon Deutschland die Pariser Klimavereinbarung unterschrieben hat mit 1,5, höchstens 2 Grad Celsius Welterwärmung, dann muss sich auch hier endlich das Wissen durchsetzen, dass man das nur erreicht, wenn spätestens 2030 Vollversorgung in allen Energieversorgungssektoren mit 100% erneuerbaren Energien vorhanden ist. Anders wird das nicht gehen. Nur ein kleines Beispiel, 1,5 Grad Celsius wollen wir stoppen. Wir sind schon bei 1,3 Grad Celsius mit Steigerungsraten von 0,1 jedes Jahr. Also 2020 sind wir dort, wo wir es stoppen wollen. Können wir da noch Emissionen zulassen? Das ist das eine. Das heißt dann ganz andere Ziele vom Gesetzgeber her. Nicht 2050 erst 80% erneuerbare Energien. Abstrus und absurd, hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Sondern schnell 2030 100%. Ist machbar, ökonomisch vorteilhaft. Wir gewinnen auch industrielle Anteile wieder zurück gegenüber China und USA und können damit auch industriell und arbeitsplatzmäßig wieder punkten. Das ist die eine Schiene. Und dann muss man natürlich auch die Gesetze entsprechend normieren und ganz anders machen. Also diese Überbürokratisierung des EEGs, die Daumenschrauben, die Normungen, alles raus damit. Und optimale Bedingungen schaffen, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Kombikraftwerksvergütung im EEG beispielsweise für diejenigen, die die Vollversorgung vor Ort tatsächlich auch stundengenau das ganze Jahr schaffen. Und das Zweite ist natürlich, die gesellschaftlichen Kräfte zu stärken. Das geht auch wieder gesetzgeberisch, aber das geht vor allem mit dem einzelnen Menschen. Er kann es tun, er tut es. Jeder, der seine Hausenergieversorgung auf 100% erneuerbare Energien umgestellt hat, Strom, Wärme und mit dem Elektroauto aus der Photovoltaikanlage den Strom bekommt, der hat es für sich getan. Und je mehr Einzelne es für sich tun, umso schneller kommt die gesamte Gesellschaft dazu. Also nicht immer nur mit dem Fingerzeig nach oben. Die Politiker müssen das endlich organisieren. Am Ende muss es jeder tun. Und nicht nur die einzelne Person, es muss auch das einzelne Unternehmen sein. Und wir haben sie schon. Wir haben die Anwendungen, wo einzelne Produktionsbetriebe 100% Vollversorgung in ihrer Industrie Energiebereitstellung für die Produktion schaffen. Und das sollten mehr werden. Und ich weiß, es arbeiten viele dran und denen muss man eben die Unterstützung geben, statt ihnen Steine in den Weg zu legen. Ein positives Ding. Ich glaube oder sehe, dass langsam der wirtschaftliche Mittelstand anfängt, die Betriebe mit regenerativer Energie zu versorgen. So ganz klein, aber es kommt. Aber es ist nicht nur klein. Ich sehe einige, die daran arbeiten, die wirklich Interesse daran haben und die immer mehr die Vollversorgung übernehmen. Es sind 2 Gründe, die sie häufig dazu treibt. Der eine ist, die Menschen verstehen, dass sie Verantwortung für den Planeten übernehmen müssen. Und der andere Grund ist, sie gucken sich es genauer an, ob es nicht wirtschaftlich doch eine Rentabilität bekommen und merken es, dass es geht. Und diese Bewegung wächst und sie wächst nicht nur bei den kleinen Unternehmen, sie wächst vor allem dort, wo sie genau hingehört, nämlich in der Finanzwirtschaft. Das ist ja ganz entscheidend. In der Gesellschaft geschieht dort etwas, wo die Investitionen, wo das Kapital hinfließt. Also wenn ich noch Milliarden Euro in neue Ölbohrtrillungen gebe, Ölbohrungen gebe, dann sprudelt das Öl natürlich raus und wird den Weg ins Auto finden. Wenn ich die gleichen Milliarden aber in neue Windräder gebe oder in Photovoltaikanlagen gebe, dann bleibt das Ölloch zu und die Energie kommt aus den Erneuerbaren. Und deswegen diese Divestment-Bewegung in der Finanzwirtschaft ist sehr stark. 2015 hatten wir schon 3,4 Billionen US-Dollar, die für sich entschieden haben in ihren Assets, wir steigen um. Wir investieren nicht mehr in fossile, also Erdöl, Erdgas und Kohle oder auch atomare Energien, sondern nur noch in erneuerbare Energien. Eine tolle Entwicklung. Sie ist noch zu klein, noch geht das Hauptgeld in neue Investitionen in die fossile Energiewirtschaft. Aber die Geschwindigkeit, wie stark das sich umändert, die ist sehr groß. Und diese Geschwindigkeit und dieser Wechsel, der hat auch wiederum zwei Triebfeder. Auch Manager von großen Finanzunternehmen beginnen Verantwortung zu übernehmen und sagen, ich will nicht schuldig sein an der Erderwärmung und an dem, was dann an sozialen und ökologischen Desaster entsteht. Das ist das eine. Aber das andere ist auch die können rechnen. Und die haben jetzt gesehen, dass der Ölpreis sinkt. Und dann sagen die sich, ja, wenn ich jetzt dem Ölbohrunternehmen noch Geld gebe, muss ich ja mal schauen, kann ich das denn in den nächsten 10 Jahren noch zurückbekommen? Bei dem niedrigen Ölpreis nicht. Auch das ist eine spannende Entwicklung. Ja, das ist nicht nur ein Gedanke, das findet statt. Guckt euch doch mal. Ölpreise sind zu billig, deshalb wird kein Öl mehr gefördert. Das finde ich richtig gut. Ja, sicher. Und das wird richtig dramatisch in den nächsten Jahren. Ist übrigens für die Ölheizungs- und Ölautosbesitzer wird das noch eine spannende Sache. Denn über das fehlende Investment, das sich jetzt beginnt, wird es bald wieder eine große Knappheit geben. Und dann gehen die Preise wieder hoch. Dann glauben zwar die Ölkonzerne, oh, die Welt ist wieder in Ordnung, wir haben wieder die Renditen. Da haben sich aber auch getäuscht, denn inzwischen sind die Erneuerbaren noch billiger geworden. Dann kommen die letzten Kunden und springen auch noch um. Also sie haben immer verloren, die Ölkonzerne, entweder mit dem niedrigen Ölpreis, weil sie keine Renditen mehr bekommen, oder mit dem hohen Ölpreis, weil sie die Kunden verlieren an die erneuerbaren Energien. Nee, das Geschäft für die fossile Energiewirtschaft ist vorbei. Perspektivisch. Es wird nur noch gestützt durch massive Subventionen, wie jetzt wieder in Deutschland für die Braunkohle mit Kohlesubventionen und andere. Das gibt es noch, natürlich. Aber das ist nur eine Verlängerung dieser alten Geschäfte. Ja, das ist ja für mich auch ein neuer, cooler Gedanke. Die billigen Energiepreise, Herr Fell, helfen der Energiewende? Ja, natürlich, weil die großen verschmutzenden Unternehmen keine Renditen mehr haben. Gerade in dem letzten Jahr sind von den westlichen Ölkonzernen nur noch ein einziger in positiven Renditen gewesen. Alle anderen haben Minuszahlen geschrieben. Da gehören Konzerne wie Shell dazu, wie BP dazu. Nur Exxon hatte noch etwa 2 Milliarden, waren aber in Jahren vorher 40 Milliarden etwa gewohnt, jährlich Renditen zu machen. Und das halten die natürlich mit dem Finanzpolster der letzten Jahre schon noch eine Weile durch, aber nicht mehr lange. Die schütten auch noch weiterhin groß ihre Tantiemen aus und ihre Renditen für die Dividenden aus. Aber das machen sie nur mit Neuverschuldung. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind alle irgendwo so am Abschwung. Und die ersten hat es ja auch schon erwischt. Im letzten Jahr ging der größte Kohleförderer der Welt in die Pleite. Peabody Energy. Weil er sich verkalkuliert hat. Der hat in Australien riesengroße Kohlegruben aufgekauft und sagte, die Chinesen werden mir das schon abkaufen. Nur die haben jetzt beschlossen, Luftreinhaltung zu machen und schließen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen und kaufen nicht mehr die Kohle von dort. Und hops, ist der in Konkurs gegangen. Das geht so schnell. Und auch andere, Atomwirtschaft beispielsweise. Wir sehen gerade, wie Toshiba, einer der größten Konzerne der Welt, Technikkonzerne der Welt, wie er die Tochter Westinghouse, den amerikanischen Atomkonzern, in die Insolvenz geschickt hat, wegen den Atomgeschäften. Darf keine neuen Kernkraftwerke mehr bauen, alles unrentabel, nur noch Milliardenverluste. Aber es hilft Toshiba wahrscheinlich nichts. Wegen diesen Atomgeschäften geht es Toshiba insgesamt in Konkurs. Und gucken wir mal an, wie lange es der französische Staat noch durchhält. Immerhin hat EDF 34 Milliarden Euro Schulden wegen den Atomgeschäften der Franzosen. Und Areva ist ja nur noch durch dauernde staatliche Subventionen geschützt. Nein, diese Unternehmen im atomaren und im fossilen Sektor, sie kommen immer mehr und immer stärker unter Druck. Und das muss aber auch Politik erkennen. Denn einfach Konzerne so mal hops gehen zu lassen, ist ja keine Freude. Toshiba hat 180.000 Arbeitsplätze. Und da tut mir jeder Einzelne weh, wenn der dann seinen Arbeitsplatz verliert. Das muss man gestalten, dass das alte Geschäft zu Ende ist. Man muss den Strukturwandel machen. Aber bitte nicht wie Abe, der japanische Ministerpräsident, der dann auf Teufel komm raus nur die Atomenergie aufrechterhalten will. Es nützt nichts, es geht nichts, sie gehen sowieso in Konkurs. Und stattdessen muss er eben die Solarkonzerne, Windenergie und die Erneuerbaren und die Batterien und die Elektroautos und was es so alles gibt, die Speichertechnologien, das muss gepusht werden. Und dann kriegen wir auch innerhalb Toshibas einen Umschwung und dann können wir die Arbeitsplätze allmählich umswitchen. Der Konzern geht nicht insgesamt kaputt, aber das Atomgeschäft. Und das wäre eine gute Entwicklung. Zum Schluss was ganz Profanes, Herr Fell. Also ich habe ja so Ende 2012 mit den Energiewende-Filmen und 2013 mit den Sendungen angefangen. Ja, aber das war jetzt so ein Marsch durch die Legislaturperiode, nur mit Anti-Energiewende-Gesetzen und Energiewende kaputt machen. Also richtig Spaß hat das politisch nicht gemacht. So, jetzt stehen Wahlen an. Ist irgendeine politische Konstellation denkbar, wo sich das tatsächlich ändert? Es wird schwer werden, wenn wir so an die verschiedenen Konkurrenten denken, zum Beispiel AfD, wo immer noch manche glauben, die wären gut. Die haben immerhin Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke im Programm und sofort Stopp des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das muss man sich mal vorstellen. Leugnen den Klimawandel und sowas. Und die kriegen Wählerstimmen. Ich hoffe nicht, dass sie in den Bundestag kommen. Wenn sie reinkommen, wird es schwer. Wenn ich mir sehe, dass die FDP wieder Chancen hat, es war doch gerade ihr damaliger Vorsitzender und Wirtschaftsminister Rösler, der die schlimmen EEG-Novellen im Solarbereich gemacht hat. Dabei haben wir aber nichts gewonnen dann danach. Ja, und vorher auch nicht. Wir hatten ja zweimal große Koalition mit Herrn Gabriel und da hat er immer massiv Kohleschutz vorne hingestellt und die Union ist kein Deut besser. Also man findet bei all diesen Parteien nur die Grünen, die es im Programm drin haben. Da kann man sicherlich auch noch Verbesserungen anfordern und Stärkungen, aber so richtig offensiv im Programm steht es nur bei den Grünen, bei den Linken ein bisschen, aber wenn ich mir dann die linke Braunkohlepolitik angucke, dann sehe ich, die halten sich auch nicht an ihre eigenen Ziele. Also das ist... Ja. Aber bei so einem, nehmen wir mal an, man hat so einen Kanzler Scholz, können die Grünen dann in der Koalition Energiewende mit dem machen? Nun, ich denke, wenn Martin Schulz sich endlich auch mal äußert zu den großen Fragen Klimaschutz und erneuerbare Energien, wenn er Äußerungen macht in Richtung, das Ausbremsen muss wieder geändert werden, dann hat er Chancen. Wir haben Millionen von Menschen in Deutschland, die genau wissen, dass sie eigentlich Unterstützung brauchen für das, was sie wollen, nämlich mit der Solaranlage auf dem Dach und dass sie nicht Daumen schrauben wollen. Und wenn solche Äußerungen kommen, dann hat er eine Chance. Also die soziale Frage, die er in den Mittelpunkt stellt, ist eine wichtige und richtige, aber die ökologische gehört parallel dazu. Und wenn er das schafft, dann hat er Chancen. Wenn er das nicht schafft, dann ist alles offen. Letzte Frage an Hans-Josef Fell. Herr Fell, wie halten Sie sich denn emotional sozusagen in Schwung für die Energiewende? Bei all dem, was wir jetzt auch so negativ beschrieben haben. Ist ja schon eine mühsame Geschichte, oder? Wir haben ja zu viel über Deutschland gesprochen. Ja. Wir haben ja am Anfang über die Welt gesprochen und da tut sich ja extrem viel. Und wenn ich so unterwegs bin und die vielen tollen Menschen und die Unternehmen und wenn ich sehe, dass... Okay, gut, ich gebe ja zu, dass ich immer sozusagen ganz vorne mit meinen Forderungen war. 100% erneuerbare Energien, wer hat das außer Hermann Scheer schon vor 30 Jahren gefordert? Ich war halt immer mutig mit den Forderungen. Aber wenn ich sehe, dass wir jetzt schon 50 Staaten auf der Welt haben, die als Programmziel haben, 100% erneuerbare Energien in den nächsten Jahrzehnten, nicht Deutschland, Uruguay, Nicaragua oder Philippinen oder... Island oder Neuseeland oder wie sie alle heißen. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Richtig gut. Und da kommen auch die treibenden Kräfte, wenn ich nach Chile schaue, wie stark der Ausbau dort ist. Oder nach Marokko, wo ich viel war und wie plötzlich dort die Solaranlagen entstehen und die Windkraftanlagen und anderes. Und China ist natürlich der Renner schlechthin. Wir haben ein negatives China-Bild häufig in den Medien. Das stimmt zumindest teilweise so nicht. Es ist eine sehr, sehr tolle Entwicklung, getrieben natürlich von den großen Umweltverschmutzungen, von der Luftreinhaltungsnotwendigkeit nach vorne getrieben und anderes. Also wenn ich mich in der Welt umgucke, sehe ich viel mehr positive Effekte. Wenn wir nach Deutschland schauen, noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich es nach der Wahl, vielleicht wird es wieder zum großen Wahlthema. Und wenn wir viel mit Öffentlichkeitsarbeit tun, viele Filme zeigen, dass das Bashing der Energiewende völlig daneben ist, dass der Ökostrom nicht der Energiepreistreiber ist, sondern eben die konventionellen und dass wir Klimaschutz brauchen und die Chancen haben, es zu tun. Wenn das in der Bevölkerung sich durchsetzt, und dann habe ich auch große Hoffnung, dass es in Deutschland wieder stark kommt. Also wenn Sie zum Gewinnerlager gehören wollen und nicht zu den Verlierern, dann machen Sie die Energiewende, dann gewinnen auch Sie. Recht herzlichen Dank, Hans-Josef Fell. Danke, Herr Feigenski. Immer wieder ein Vergnügen, Hans-Josef Fell zuzuschauen. Nächsten Donnerstag wird's auch toll. Dann kommt Uwe Leprich. Uwe Leprich war früher beim Institut für Zukunftsenergiesysteme einer der technischen Fachköpfe der deutschen Energiewende. Seit Jahren läuft er durch die Welt und erklärt die Technik der Energiewende. Jetzt ist er Abgeordneter ans Bundesumweltamt und arbeitet dort beim Thema Energiewende, Zukunftsenergien und Klimaschutz. Und ihn habe ich befragt, wie schaffen wir denn heute 100% regenerativ? Welche Schritte müssen wir gehen? Und wenn Sie technische Fragen und Gedanken zur Energiewende haben, dann empfehle ich Ihnen, Donnerstag 19:30 Uhr bei Leben mit der Energiewende TV dabei zu sein.